Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Ganz genau, liebe Leute. Und wir waren beim letzten Mal hier, haben mit dem Spiel angefangen und sind so weit gekommen, dass wir jetzt schon im Polizeirevier angekommen sind. Und ich kann euch ja mal zeigen, die Karte hier. Wir sind in der großen Haupthalle. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi den Anfang vom Spiel. Und wir haben letztes Mal auch gesehen, ne? Wir sind hier zusammen mit Claire Redfield irgendwie wohl unterwegs. Und wir sollen jetzt erstmal dieses Polizeirevier weiterhin erkunden. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wir sind im gelben Bereich. Okay, das macht erstmal nichts. Wir haben die Türen hier aufgeschlossen, das heißt, wir können jetzt hier loslegen. Und genau, wir haben einen Polizeikollegen gesehen. Und wir sehen hier schon eine Kiste. Wir haben einen Polizeikollegen gesehen, er hat uns erzählt, was hier so abgegangen ist. Dass wohl die Zombies auf einmal kamen und alles überrannt haben hier. Und wir haben hier eine Kiste. Ich hätte jetzt hier eigentlich gehofft, dass hier eine Heilung oder so drin ist, aber ist es nicht. Aber ich würde sagen, Leute, ich pack das Messer und die Farbbänder packe ich mal raus. Weil, ihr seht, wir haben nur 8 Plätze. Die müssen wir gut nutzen. So, was haben wir denn hier? Da ist ein Buch oder so. Polizeimemorandum. Ja, Leute. Wie gesagt, das Spiel ist auf Deutsch. Und dann wird es lesen jetzt auch einfacher. Nicht so englische Übersetzungsproblems. Cool. Okay, dann legen wir mal los. 2.8.1998. Zur Information an alle. Während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit dem 4-stelligen Sicherheitsschloss wurde den Stars Büro im ersten Stock in das östliche Büro im Erdgeschoss gebracht. 2236. Wartet mal, das schreibe ich mir mal rasch auf mein Handy hier. Notizen. Neue Notiz. 2236. Okay. Alles klar. Kommunikationsabteilung des Polizeis Revier Raccoon City. Vielen Dank für den Code, Leute. Müssen wir mal gucken, wofür wir den hier brauchen überhaupt. Gut. Dann, liebe Leute, drüben am Empfang gibt es ein Büro. Ja, drüben am Empfang gibt es ein Büro. Information Office. Okay. Dann würde ich mal sagen, die Schublade ist verschlossen. Tja, Leon, du hast keinen kleinen Schlüssel. Die Claire, wenn wir dir spielen, also ich mache da zwei Durchgänge, ne? Ich mache einmal Leon und einmal Claire. Wenn wir Claire spielen, hat die einen Dietrich dabei. Wir haben halt unser Feuerzeug, was man ja auch oft braucht. Leon hat jetzt erstmal Pech gehabt. Das Symbol der Polizei von Raccoon City. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Es ist zu dunkel, um da draußen etwas zu sehen. Ja, ich hab da was gesehen, Leon. Das gefällt mir gar nicht. Ich rüste mal die Schrotflinte aus. Okay. Jetzt wird's interessant, weil wir sind im gelben Bereich und wir haben da etwas draußen rumlaufen sehen. Okay. Leon, du siehst gut aus, aber nichts Ungewöhnliches. Hört mal. Da tropft irgendwas. Okay. Weggeworfener Aktenmüll. Da tropft irgendwas. Das hört sich nicht gut an. Oh, es wird immer lauter hier. Was ist das? Ein Aufzuschalter für die Sperre. Er funktioniert nicht. Das Kabel ist durchtrennt. Ja. Was ist denn mit dem passiert? Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Scheiße. Boah, ich hab so Angst hier. Oh, schaut mal. Oh, ist das eklig. Da tropft Blut auf den Boden rum. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist sein Pick eingraviert. Ganz genau, Freunde.
als wir im ersten Resident Evil waren, hatten wir ja diese Schildschlüssel und Rüstungsschlüssel und so. Hier sind es Spielkartensymbolschlüssel. Also im Prinzip das gleiche wie auch im ersten Teil. So. Wir sind hier in einem langen Gang. Wir können uns nicht heilen. Dann, Leon, untersuch das. Darf ich vorstellen, Leute? Das ist ein Licker. Ach, diese Dinger, die sind einfach übertrieben. Aber wir haben... Schaut euch dieses Ding an. Das, liebe Freunde, ist ein Licker. Ja, das sind neue Gegner in diesem Spiel. So ziemlich gleichzusetzen mit den Huntern im ersten Teil. Ziemlich furchterregend. Nur, dass wir die jetzt am Anfang schon serviert bekommen und nicht irgendwann in der Mitte. Deswegen war das so wichtig, dass wir die Schrotflinte gefunden haben. Ey, oh mein Gott. Also die können uns tatsächlich den Kopf abdrehen. Das machen die tatsächlich mit ihrer Zunge. Das ist, die haben eine sehr lange Zunge, diese Biester. Und wie das eklig das aussieht, ne? Und das Gehirn guckt raus. Ja, das ist natürlich... suboptimal. Ach nein. Okay, was habe ich eben gesagt? Wir haben keine Heilung. Jetzt haben wir eine Heilung. Ich warte aber erstmal noch ein bisschen ab, muss ich sagen. Weil ich möchte grün-rot haben. Nichts Besonderes. Gut, Leon, der Licker, der liegt da. Der sieht ziemlich eklig aus. Und wie gesagt, er hat 3 Shotgun-Schuss gebraucht. Und ja. Gehen wir einfach mal weiter, das ging ja jetzt noch, ne? Ich wusste noch so in etwa... Ich wusste noch in etwa, dass diese Szene hier kam. Das Fenster ist mit Brettern vernagelt. War hier noch irgendwas? Ah, nee. Oh, geile Mucke im Hintergrund, ey. Wieder richtig gut. Grafikmäßig natürlich um einiges besser auch als der erste Teil, klar. Schaut euch mal Leon an. Wie geil der eigentlich aussieht, ne? Und ja, liebe Freunde, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Wie wir jetzt hier weiter das Polizeirevier erkunden. An diesem Sonntagabend tatsächlich. Und wir haben hier einen langen Gang. An diesem Sonntagabend, ja, Wochenende ist bald vorbei, aber wie gesagt, Resi 2 als Abschluss ist schon nicht schlecht und gehen wir mal weiter hier. Boah, okay. Gehen wir mal in diese Tür. So, und was haben wir hier? Die Musik, ey, die ist so geil hier. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Raum. Okay. Nichts Besonderes, Leon? Hast du nicht irgendwie mal Durst oder so? Scheinbar nicht. Also ich habe tatsächlich ein bisschen durch. Durst, leere Cola-Dosen und Abfall, sonst nichts. Boah, sind das eklige Tische hier. Voll die Mini-Tische. Da kann man ja gar nicht drin sitzen. Na ja, gut. Das ist so ein kleiner Schulungsraum oder sowas, ne? Interessant auf jeden Fall. Hier wurden so... Sieht aus, als hätte es hier vor kurzem einen Unfall gegeben. Haben wir doch eben gelesen. Genau, also hier stellt sich das momentan so dar, dass das Ganze ein Unfall war. Und was ist das? Einsatzbericht 1. Okay. Einsatzbericht 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Viele wurden verwundet, noch mehr wurden getötet. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Das ist schlecht. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuelle Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition.
Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisung, alle Waffen auf versteckten Punkten im Gebäude zu verteilen, als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Ja, was ein Zufall, ne? Genau am Tag davor. Na gut, hinterfragen wir das mal nicht. Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hatte für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Ja klar, warum? Ja, ich hinterfrag das mal nicht. Das Schloss an der Waffenkammer. Wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte, der die Schließkarte für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Reiner Zufall alles, ne? Wir haben also keinen Schlüssel. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektronischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es jetzt auch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Es hört sich mir ein bisschen komisch an, muss ich sagen. Also, dass die ausgerechnet vor dem Angriff da alles verteilen und verstecken, damit ja keiner was findet. Also es ist... ja, keine Ahnung. Egal. Einsatzbericht 27. September, 13 Uhr, Ortszeit. Sie haben die Barrikade im Westen durchbrochen und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Wir haben die Verwundeten im Depot für konfiszierte Güter im Erdgeschoss zeitweise in Sicherheit bringen können. 12 weitere Personen wurden bei den Kämpfen verwundet. Bericht von David Ford. 12 Leute verwundet. Ja, das erklärt natürlich auch, warum hier so viele Zombies rumkommen. Ganz ehrlich. Zusatzbericht. 3 weitere Beamte wurden getötet, als plötzlich ein weiteres bislang nicht identifiziertes Wesen auftauchte. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen und rasiermesserscharfe Klauen. Am hervorstechendsten aber ist seine lanzenartige Zunge, mit der es sogar den Brustkorb eines Menschen blitzschnell durchbohren kann. Ach du Scheiße. Anzahl und Aufenthaltsort dieser Kreaturen sind noch unbekannt. Wir haben sie vorläufig Lecker getauft. Damit Lecker. Ja, das ist überhaupt nicht Lecker, Leute. Das sind Licker und nicht Lecker. Das hört sich aber komisch an. Na ja, gut. Getauft und sind deshalb derzeit dabei, wirksame Gegenmaßnahmen zur Verteidigung gegen diese neue Form der Bedrohung zu finden. Okay, also ein Licker haben die hier auch gesehen. Ja, das war wahrscheinlich der, den wir eben platt gemacht haben. Gut, dann sieht aus wie eine Einsatzkarte. Was haben wir hier? Nix. Gar nichts hier? Okay. Oh Gott, was ist hier? Noch mehr Stühle. Oh Gott. Ich hab irgendwie ein bisschen Schiss hier. Ich weiß auch nicht. Kann man hier... Ah, schaut mal. Munition. Sehr schön. Ach, wir haben noch den einen Shotgun-Schuss ausgerüstet. Warte mal. Nein. Wechsel zur Handfeuerwaffe. So, gibt's hier noch irgendwas? Wir müssen einfach mal in der Ecke klicken. Vielleicht passiert hier was, ne? So, was haben wir hier? Ein Kamin. Darüber hängt ein Ölgemälde. Der Titel lautet Ein Opfer an das Höllenfeuer. Richtig schick gemacht hier alles, ey. Muss ich sagen, also das hat schon Stil hier. So, Kamin. Wir haben ein Feuerzeug. So, Leon. Was kommt denn da rausgefallen? Schick. Voll aus dem Hintern der Frau. Ein roter Edelstein. Ja gut, okay. Haben wir das einfach mal mitgenommen. Hier ist nichts mehr, Leute. Gut.
Und ja, wie gesagt, Leute, Sonntag, Freunde, Sonntagabend. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Über jeden freue ich mich hier wirklich. Der erste Teil ist ja wirklich so gut angekommen, ne? So, okay. Können wir jetzt hier... Okay. Da würde ich mal sagen, ein Lüftungsschacht. Da drin ist es dunkel. Die Mucke hier ist so geil, ey. Nichts Ungewöhnliches. Was war das? Da steht etwas. Bitte Ruhe, während die Meetings laufen. Ich glaube, wir können da rein. Eher unwahrscheinlich, dass hier noch ein Meeting läuft nach der Kacke, ganz ehrlich. Ach, du Kacke. Das sind ganz schön viele, ey. Boah, okay. Ah, hier gibt's kein Auto-Aim, das ist gemein. Eine Zombie-Frau. Die ist tot, sogar sehr gut. Diese Zombies hier, ey. Wow, okay. Tritt ihm den Kopf weg oder matsch ihn kaputt, wie auch immer. Ich bin noch gelb, okay. Ich würde eigentlich... wie gesagt, ich nehme ungern das grüne Kraut erstmal. Ich lass das jetzt erstmal so. Weil ich ja in der Hoffnung bin, noch ein grün-rotes zu finden, ne? Boah, wie die zucken. Boah, die Zombies, die zucken total hier. Ist hier jetzt noch einer? Ach, wie geil. Okay. Ich schluck das. Sehr gut, Leon. Dann bist du jetzt wieder fit. Rennst auch schneller. Und da liegen zwei Kräuter. Wisst ihr was? Die nehme ich mir erstmal. Die gönne ich mir erstmal. So. Sehr gut. Ey, das ist fair gemacht, finde ich. Wurde schon langsam ein bisschen knapp. Oh, ich sehe gerade, wir müssen hier nachladen. So. 18 Schuss, das ist echt gut bei der Waffe. Türe zur Türe der Dunkelkammer immer gut schließen. Ja, ich würde ganz gerne erstmal hier hinten gucken. Ah, ist eh verschlossen. Karo, Leute. Ja, das ist eine Karo-Tür. Was haben wir denn hier? So. Oh, wir gehen wieder direkt wieder Richtung Haupthalle scheinbar. Okay. Cool. Aber erstmal nicht. Wir müssen jetzt hier tatsächlich... Ja, Leon, die Zombies, die sind schon echt eklig. Schau dir die an, Leon. Das ist... Aber die sehen schon um einiges realistischer aus, muss ich sagen. So, dann würde ich mal sagen, was haben wir hier noch? Kopierpapier und Büromaterial. Gehen wir mal hier rein. So, was haben wir hier? Hier geht die Musik aus. Ah, ein Safe-Raum. Liebe Leute, ein Safe-Raum. Ja, tatsächlich verschlossen. Hier brauchen Sie einen ganz besonderen Schlüssel. Tja, den haben wir leider nicht. Wieder so eine geile Mucke hier, ey. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ist das? Farbbänder. Sehr schön. Ach, ich liebe diesen Soundtrack. Eine alte Schreibmaschine. Ja, komm, speichern wir einfach mal. Kommt. Hier können Sie Ihre Fortschritte speichern. Aber benutzen, jawohl. Ach, diese Musik ist einfach so geil, wirklich. Wieder so schön entspannend. Leon A. Genau. Dunkelkammer. Sehr schön. Da haben wir auch noch eine Kiste. Sehr gut, weil da würde ich nämlich die Farbbänder erstmal... Seht ihr das? Man kann die Sachen direkt kombinieren und man muss nicht direkt ins Menü gehen. Das ist natürlich mega nice. Okay, ein grünes Kraut kann raus. Der rote Edelstein kann auch raus. Ja. Passt soweit, würde ich sagen. Gut, hier liegt noch was auf dem Tisch. Oder ist das... Doch, da ist was. Einsatzbericht Nummer 2. Die Fortsetzung. Einsatzbericht 28. September. Frühmorgens 2.30 Uhr. Zombies haben den OP überrannt und es gab ein weiteres Gefecht. Wir haben 4 weitere Leute verloren, darunter auch David.
Wir sind jetzt nur noch zu viert. Oh Mann. Wir haben die Waffenverstecke nicht gefunden. Und unsere Chancen zu überleben sinken allmählich. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Wir haben uns auf den Versuch geeinigt, durch die Kanalisation zu fliehen. Aha. Die armen Männer, echt. Es gibt einen Weg unten aus dem Revier direkt zum Klärwerk. Dort sollten wir in die Abwasserkanäle hinuntergelangen. Ist ja eklig, ey. Der einzige Nachteil, es gibt keine Garantie, dass das Klärwerk sicher ist. Wir wissen, dass unsere Chancen in der Kanalisation gering sind, aber alles ist besser, als hier einfach nur auf den Tod zu warten. Um uns etwas mehr Zeit zu verschaffen, haben wir die einzige Türe blockiert, die in den Untergrund führt. Okay, vom östlichen Büro aus. Wir haben den Schlüssel im westlichen Büro versteckt. Aha, er hat also den Ostschlüssel im westlichen... Okay, na gut. Da es unwahrscheinlich ist, dass eines dieser Wesen genug Intelligenz besitzt, um ihn zu finden und die Türe wieder zu öffnen. Ja, kann sein. Ich hoffe, dass dieser Einsatzbericht demjenigen hilft, der ihn findet, wer auch immer das auch sein mag. Bericht von Elliot Edward. Aufgezeichnet. Mein Gott, die sind ja ganz schön verzweifelt gewesen hier, ne? Oh! Muni! Gibt's hier noch mehr? Ne, okay. Die sind ganz schön verzweifelt hier gewesen, die Leute, ne? Kann man sehr gut nachvollziehen. Das ist schon echt kacke, was hier passiert ist, ey. Wieder mal Umbrella hier, ey. Was haben wir hier? Was ist das? Hier kann ich Filme entwickeln. Ach, so eine alte Filmekammer. Wie cool. Gut, aber dann haben... Warte mal, kann man da noch was machen? Nee. Okay. Dann haben wir diesen Raum erstmal erledigt, Leute. Gehen wir weiter. Weil, es geht ja hier direkt weiter, ne? Es geht ja noch die Treppe hoch. Wo ich mir unsicher bin, ob ich da jetzt wirklich hoch soll. Wartet mal. Er ist der einzige... Ja, da unten ginge es noch hin, aber... Ich möchte erstmal diesen einen Bereich hier erkunden. So. Stapf die Treppe hoch. Boah, hier ist nochmal eine andere Mucke. Hört euch das an. So, hier sind wir jetzt im ersten Stock angekommen, Freunde. Und... Ja, dann gucken wir doch mal. Was ist das hier? Der Knauf dreht sich, aber die Türe bewegt sich nicht. Scheinbar von der anderen Seite her versperrt. Okay. Dann. So, ja. Komische Tür. Und ja. Ihr seht, wir haben hier das nächste Rätsel vor uns. Was haben wir denn hier? Auf dem Halter steht der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Wenn ihr Blick auf mir ruht, findet meine Seele endlich Frieden. Und du hältst das Ding da hoch. Der Gott der Sonne und der Gott des Mondes. Ich glaube, ihr habt verstanden, was da... Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich glaube, hier gibt es noch Muni irgendwo. Ich glaube schon. Gehen wir hier. Ha! Seht ihr das? Ich wusste es. An die Stelle erinnere ich mich noch. Dass es da Muni gab. Okay. Ja, Leute, ich glaube, ihr wisst, was hier zu tun ist. Wir müssen einfach diese Statuen auf diese Markierungen da stellen, weil irgendwas wurde hier hingestellt. Ganz genau, dasselbe haben die nämlich auch im ersten Teil gesagt. Und hier ist es auch so, wir müssen einfach ein Schieberätsel machen. Die Statue muss hier hin und die Silber muss auf die andere Seite, logischerweise. Weil man kann ja auch nicht ziehen bei Resident Evil 2. So, Nummer 1. Da hat schon was reagiert. Okay.
Nur nicht zu nah an die Wand dran. So. Reicht das schon? Boah, die Musik hier, ey. Einfach erstklassig. Muss ich sagen. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, es könnte sein, dass wir gleich diesen Stein da oben kriegen. Und zack. Dankeschön. Dankeschön, lieber Gott, dass du den Stein fallen gelassen hast. Somit haben wir noch einen roten Edelstein. Wofür wir auch immer die brauchen. Ne? Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch gerade. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, da wir am Folgenende angekommen sind, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Dass ihr es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.